Meine U1 fährt. Meine U1 fährt. Ich bin zu oft umgezogen, um meine Stadt zu präsentieren. Egal, irgendeine U1 fährt mich ans Ziel. U-Bahn fahren und Hip-Hop gehören zusammen. Ich fang an zu lauschen. Torch meinte noch zu uns, stell nix an da draußen. Doch wir stellten uns an. Warte kurz mal, von Fahrkarten, Automaten. Kein Bock auf Diskussion, kein Bock auf Schwarzfahren. Früher immer Walkman dabei, der dann kaputt ging. Mein Bruder macht das heile, wenn ich durfte. Doch nie wieder war's so geil wie selbstgemachte Tapes. Meine Tapes waren stark. Mit der Pausentaste machte ich Kunst in Sekundenformat. Und damals war selbst Bushido wie ein Vater für mich. Naja, wie ein Vater, der sein Kind schlägt und nicht mit ihm spricht. Mein Kopf ist voller Bilder, jeder Quatsch ist wichtig für mich. Auf meinem Schoß liegt ein Block, ich zeichne ein bisschen mit. Doch kann kein Graffiti malen, kritzel ein bisschen peinlich, ist egal. Tracks und alte Freunde, höre sie zum nächsten Mal. Bloß dieser Silz ist zu hart, doch Bahnfahren ist kein Schicksalsschlag. Nicht einmal Fake, weil ich U-Bahn statt Rittbrett fahr. Aus meinen Kopfhörern kommt Krach, fuck dich ab. Mit Fahrer gucken böse aufgrund anderen Geschmacks. Früher immer nur U1, heute fahr ich meist U8. Zwischen Hermannstraße und dem Alexanderplatz. Obwohl es ja eigentlich Alex an dem Platz heißen müsste. Ich zog weiter zu U7, doch bin ich eifersüchtig. Auch hier gibt es sehr strenge Eigengerüche. Jede U-Bahn ein Käfig voller komischer Vögel, hier bin ich richtig. Meine U1 fährt, immer vorwärts bitte. Von Girlie über Kiku bis nach Norderstedt Mitte. Meine U1 fährt, vom Wildenbergplatz bis zur Warschauer Straße. Junge, wie findest du das? Sag mir. Meine U1 fährt, hier bin ich richtig. Von Osthansdorf über Berne, wohin genau ist nicht wichtig. Meine U1 fährt. Yeah, auf die Schiene der U1 und schon bist du Geschichte. Ich bin zu oft umgezogen, um meine Stadt zu präsentieren. Egal, irgendeine U1 fährt mich ans Ziel. War mich dieses Piepen von meinem Nachbarn belästigt? Lese ich seine Konversationen auf WhatsApp mit. Sein Leben ist hässlich, sein Handy ist riesig, sein Ego ist mächtig. Doch ich bin gerade lieber mit seinem als mit meinem Leben beschäftigt. Guck den anderen vergessen so gern in die Einkaufstüten und frage mich, wie sorgen sie für ihr leibliches Wohl oder Übel? Oft liegen zwischen Parmaschenken, extra große Damen bin. Rasiergel, Paniermehl, fettarmes Geflügel. Nix Großes, alles nur Genussmittel zum Zweck. Nicht grad fantasieanregend, denk ich und guck weg. Ich fahr seit Jahren diese Linie, kenn den Untergrund perfekt. Hör Casino von Limur und schon verdunkelt sich mein Blick. Alles Dreck liegt nicht in meiner Macht, in meiner Stadt. Für viele Nettigkeit und sinniger Quatsch. Gelinde gesagt, keiner hat Bock auf Reden. Konversation findet nicht statt. Jeder guckt aus dem Fenster, ihre Pupillen springen im Takt. Meine U1 fährt, immer vorwärts bitte. Von Girlie über Kiku bis nach Norderstedt Mitte. Meine U1 fährt, vom Wildenbergplatz bis zur Warschauer Straße. Junge, wie findest du das? Sag mir. Meine U1 fährt, hier bin ich richtig. Von Osthansdorf über Berne, wohin genau ist nicht wichtig. Meine U1 fährt, yeah. Leg dein Ohr auf die Schiene der U1